Letztes Jahr wart ihr auch schon mal hier, euer Auftritt. Nicht ganz so toll gelaufen, es musste abgesagt werden wegen Überfüllung, die Sicherheit war nicht mehr garantiert. Ist es immer noch im Hinterkopf dieses Jahr oder geht ihr völlig befreit diesmal auf die Bühne? Ja, wir gehen mal davon aus, dass es dieses Jahr so organisiert ist, dass es nicht wieder passiert. Also so gesehen sind wir dieses Jahr frei. Okay. Das Zelt ist ja auch bedeutend größer als letztes Jahr und daher machen wir uns keine Gedanken. Außerdem spielt ja zur gleichen Zeit Kasabian, was wir uns auch eigentlich lieber anschauen würden, als selbst aufzutreten. Mögt ihr unseren Zuschauern vielleicht ein bisschen was über eure Entstehungsgeschichte erzählen? Die ist ja eigentlich ganz lustig. Ja, das kann Jakob ganz gut. Wir waren auf dem Weg zum Pfingst Open Air Festival. Vor, wann war denn das? 2006 oder 2005? Auto und 2006, wir waren halt zu dritt und die waren schon ganz gut angetrunken und ich hatte ein paar Beats eben dabei. Und dann ist das halt los, hat es angefangen, so dass wir halt darüber gesungen haben und Leute angepöbelt und Spaß hatten. Und dann halt relativ schnell auf die Idee kam, eben so sowas auch mit unter dem Namen Frittenbude zu machen. Und genau. Okay. Ihr habt nicht sofort mit eigenen Liedern angefangen, ihr habt also ziemlich viel gecovert. Es waren natürlich auch solche Größen dabei wie Ketka. Ihr habt die Texte nicht nur ein bisschen musikalisch umgeändert, sondern auch textlich verändert ins Humorvolle. Ketka mal eine Rückmeldung gegeben? Ja, natürlich haben die eine Rückmeldung gegeben. Die haben dann unser mindestens in 1000 Jahren gecovert. Und haben dem auch einen neuen kleinen Textanstrich gegeben. Und ja, wir bezeichnen Ketka auch immer so als unsere, als was bezeichnen wir sie? Als Onkels. Opels, ja, als unsere Opels bezeichnen wir sie. Das ist total geil, weil wir hatten schon eigene Songs davor, aber die ersten Veröffentlichungen waren Remixe, wie man so gehört hat. Aber es ist total geil, wenn eben so eine Band wie Ketka, die in den Top Ten war und so riesig, trotzdem so bodenständig sind und so kleine Bands eben dann auch so pushen und denen so helfen, wenn sie es halt geil finden. Das ist schon echt grundsympathisch. Die Musik, die ihr heute macht, ist immer noch voller Humor oder ändern sich die Texte im Laufe der Zeit? Ja, das kann man nicht so sagen. Also man benutzt ja nicht alle Texte, die man geschrieben hat, auch für einen Song oder so. Und dann sucht man sich halt raus, was am besten zusammenpasst mit der Musik. Und wenn die Musik halt nicht so lustig ist, ein bisschen härter ist, dann passen da auch so keine lustigen Texte. Also es liegen schon noch ein paar lustige Texte rum, die auf dem letzten Album, aufs letzte Album nicht gekommen sind. Okay, ihr wirkt ein bisschen müde, ein bisschen geschafft. Woran liegt das? Boah, ich weiß auch nicht. Ich hab schlecht geschlafen. Das ist normal um die Uhrzeit bei uns, oder? Also das ändert sich erst nach dem Auftritt, dann wird's lustig. Aber so ist das normal. Wir haben ja gestern eben auf dem Sauser gespielt und da doch ganz gut noch gefeiert. Sind dann eben im Bus hierher. Und das fängt erst langsam an so zu rollen. Es ist ja auch jetzt 3 Uhr und 3 Uhr ist für uns ungefähr so 7 Uhr morgens. Okay, super. Ihr habt noch ein bisschen Zeit bis zu eurem Auftritt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und ich denke, den werden wir mit euch auch haben. Vielen Dank für das Interview. Danke.